Ja, hallo zusammen. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play Magic Duels hier im Adventskalender. Und ja, wer das letzte Video hoffentlich gesehen hat, da habe ich unser UWR Jeskai Control Deck gebaut. Und heute führen wir die drei Decks, Control, Zombies und unser Toolbox Flicker Deck, wie angekündigt, in den Kampf gegen den Paddy. Und der ist auch schon online und wir spielen wieder drei Spiele. Ich habe den Paddy eingeladen und ja, mal schauen, wie es diesmal läuft. Erstes Duell verlief ja sehr gut für mich und mal gucken, ob der Paddy da heute quasi die Revanche sich holen kann oder ob unsere Decks einfach mal wieder irgendwie bessere Matchups haben und dann vielleicht gewinnen. Wobei, das Ganze ist natürlich auch nicht super repräsentativ, wir spielen ja mit jedem Deck nur ein Spiel, also kann das ja genauso gut sein, dass halt einer in dem Video das eine Spiel gewinnt, obwohl er die nächsten 9 verloren hätte irgendwie mit dem Deck, aber es soll ja auch größtenteils um den Spaß gehen und ja. Ich weiß mal wieder nicht, manchmal sieht man in den Videos den Chat, manchmal nicht. Patrick hat auf jeden Fall gerade Hi gesagt, also ich denke mal auch Hi an euch alle anderen und... das sieht nach einem schwarzen Deck aus und... Okay. Oh, er schreibt, ja, wenn ihr es seht, dann wissen wir alle, was es ist. Er schreibt Elfen, okay? Ich habe ihm extra gesagt, er soll mir nicht verraten, was er spielt. Sonst ist das ja... Wobei, er weiß ja auch, was ich spiele, weil ich ja in jedem Video vorher ankündige, was ich spiele. Deswegen ist das wahrscheinlich okay, aber ich möchte trotzdem den unbekannten Gegner, aber ist ja nicht so schlimm. Wie gesagt, soll ja erstmal nur Spaß machen, ne? So, ja, Spiel geht los, perfekt. Wir spielen wieder unser altbekanntes Flicker-Deck und wenn Patrick dann Elfen spielt, geil auch, weil jemand ja kommentiert hat, yo, Shibi, kannst du mal Elfen spielen? Aber ich habe die Karten nicht und wenn Patrick die hat, ist natürlich super. Wir spielen zuerst... Haben aber zu wenig Länder. Wir ziehen mal neu. Das sind sehr viele Länder und kein Weiß. Gehen wir auf 6? Nein, wir ziehen uns rein. Wir haben einen 2-4er Blocker sonst gleich, der auch irgendwie mal flashy in das Spiel reingeflasht werden kann. Da kann er sich dann wenigstens gleich einen Attacker irgendwie snacken. Irgendeinen Elfen. Und dann schauen wir mal, was wir nachziehen. Ne? Also wir haben erstmal unser blau-grünes Wald. Wald, blaugrünes Land, Rumpelholzwasserfälle. Okay, es ist scheinbar kein Elfendeck. Oder doch? Ich bin verwirrt, ich bin stark verwirrt. Naja, mal sehen. Oder hat er BG oder BU gesagt? Nee, GU-Elfen? Geht das? Grün-Blau-Elfen? Ich dachte, die sind immer schwarz hier in dem Spiel. Okay, ist schwarz-blau? Vielleicht hat er mich getrollt, ich weiß es nicht. Umso besser. Ich bin verwirrt. Ich habe auch schon gesagt, das Avatar sieht halt irgendwie nach schwarz. Ja, schwarz-blau. Welches ist ja Control? Bin gespannt. Mal sehen. Da ist das Telling Time. Wo ich auch im letzten Video gesagt habe, Leute, warum spielt ihr das Telling Time eigentlich immer in eurer Main Phase? Meine einzige Erklärung ist, die Leute haben Angst, meinen Endstep oder den gegnerischen Endstep zu verpassen, um die Spells noch zu spielen. Ist mir ja schon 1000 Male passiert. Dann spielt man es sicherheitshalber einfach im eigenen Zug. Und hier, ja, er ist ja eigentlich King unsere gegen Agro-Decks. Er soll ja blocken und uns dann die fehlenden Farben raussuchen. In diesem Fall eine Ebene, ein weißes Land. Aber ja, kommt nicht. Wir haben eine Westvale Abbey. Das ist natürlich super. Da können wir später auch Mana rein bezahlen, wenn wir nichts ziehen. Aber wenn es dazu kommt, sieht schon schlecht für uns aus. Vernetzen. Wir können, ja, 2 Kreaturen flickern. Das ist unser Flicker-Spell. Der bringt uns aber auch nichts. Das ist doof. Angriff überspringen wir. Null Power-Kreatur. Naja, gut. Wir werden nicht überrannt. Wir haben nicht den stärksten Start. Also ich kann mich jetzt erstmal nicht beklagen. Sagen wir es so. Schauen wir mal, was der Patrick macht. Ja, Landdrop hat er. Und, Priced Amalgam. Supergeile Modern Dredge-Karte. Sehr stark. 3-3. Und immer wenn deine Kreatur ins Spiel kommt und falls sie aus dem Friedhof ins Spiel gekommen ist oder wir sie aus dem Friedhof gewirkt haben, dann kann er diese aus dem Friedhof auch wieder getappt ins Spiel zurückbringen. Also die kommen immer wieder, wenn wir Pech haben. Das ist natürlich ganz gut. Wir legen nochmal grün und legen einen zweiten Blocker hin. Ich glaube, wir werden jetzt auch gleich ganz entspannt blocken, wenn er angreift. Schon mal eine urtümliche Druiden reinopfern, damit wir schon mal ein weißes Mana machen können. Und ja, und dann schauen wir mal, was wir ziehen. Dann haben wir auf jeden Fall 5 Mana. 1, 2, 3, 4, 5, 6 nächste Runde, wenn wir ein Land legen. Leider kein Doppelweiß. Ich würde echt gerne den Äthersturmrock spielen. Aber vielleicht ziehen wir ja auch ein weißes Land. Dann wird das auch gehen.
Oh. Das sind die Death-Touch-Ratten, ne? Schleichen, Todesberührung kann von Kreaturen mit größerer Stärke nicht geblockt werden. Das ist in Ordnung. Den einen Schadenspunkt können wir nehmen. Wir haben viele fliegende Kreaturen. Wir sind nicht darauf angewiesen, auf dem Boden anzugreifen. Wie gesagt, wir machen den Block. Einfach auch schon nur, um uns das Land rauszusuchen. Das ist ja der Sinn dieser Karte gewesen. Und wir haben noch zwei weitere Ebenen. Aber wir haben ja auch noch nicht Standardländer, die weiß produzieren im Deck, wenn ich mich richtig erinnere. Oh. Auch eine Abtei. Oh. Da müssen wir schon fast aufpassen. Ha, da ist wieder der Klon. Also wir legen auch unser Land. Haben 6 Mana. Jetzt die Frage, wollen wir ihn gleich legen? Oder wollen wir was klonen und 2 Marken drauflegen? Also wir können uns ein 5-5er Flickwerk machen. Ha. Ich glaube, das machen wir auch. Ein bisschen Mana verwerten. Oder wir machen uns einen 2-5er urtümliche Druide. Oder eine 3-3er Death-Touch-Ratte. Ne, wir machen uns schon den starken Blocker. Dann kann er uns nur einen Schaden pro Runde machen. Weil unser 5-5er-Dude erstmal ganz solide blocken kann. Fühle ich mich erstmal safe, sagen wir es so. Bis der Ormendal kommt. Ne? Also das ist ja echt eine starke Karte hier. 5 Kreaturen opfern, und dann gibt es den 9-7 Flying Lifelink Indestructible Haste Beater. Das Ding ist, glaube ich, quasi unentfernbar in diesem Spiel. Also man muss das Ding halt exilen. Zerstören können wir es ja nicht. Auf die Hand zurückbouncen würde auch funktionieren. Also das haben wir, glaube ich, alles nicht im Deck. Deswegen müssen wir da mal gucken. Das ist immer, wenn eine Kreatur stirbt, kriegt er eine Marke. Okay. Ja, und wir werden von dem 1-1 angegriffen. Nicht? Nein, okay, er will sich den Blocker aufhalten. Aber wir greifen auch nicht an. Ah, grünes Land. Nee, das wollte ich nicht. Wir geben den Zug auch einfach mal ab. Hauptsache Landdrop gemacht. Und ja, wir können uns im schlechtesten Fall einen 1-1er Token machen. Oder wir flashen den Einschleuser der Leere rein. Wo ich aber noch nicht wirklich... Nee. So stark sind wir nicht in der Not. Boah, ich hab echt Schiss vor dem Ormendal. Wenn der bald kommt, habe ich nicht so Lust drauf. Ist echt stark, die Karte. Angriff? Kein Angriff. Jetzt muss ich Endstep abwarten. Ja, angreifen wird wahrscheinlich nichts. Hauptphase. Und... Endsegment? Beenden, ja. So, dann machen wir uns hier für einen Lebenspunkt. Machen wir uns ein... Oh, dieses Spiel! Der obere Effekt! Warum ist es mit diesem... Ich hasse es! Boah, es ist so dumm. Das ist doch offensichtlich... Warum macht ihr denn da 2 Pfeile hin? Der untere ist doch der Effekt, der... Jedes Mal. Es ist jedes Mal irgendwas mit diesem Spiel. Jetzt ihn reinflashen, ja, dann weiter. Oh, dieses Spiel. Nissa ist gut. Nissa ist sehr, sehr, sehr gut. Hätten wir jetzt schon eine Kreatur mehr. Hier funktioniert das auch mit den Pfeilen, ja, den oberen. Boah, das mit dem Mana-Tappen, ne, das stresst mich. Das ist schon so oft passiert. Wir haben auch schon gesehen, wie Gegnern das passiert ist. Das ist halt super Katastrophe. Jetzt die Frage, kann er eine Kreatur legen und den Ormendal machen? Nee. Wollen wir angreifen? Tradet er mit dem 1-1er. Das ist nicht so cool. Und wir machen halt ordentlich Kreaturen. Das ist in Ordnung. Wenn irgendwie komisches Removal oder sowas kommt, können wir halt immer noch Hexproof geben. Das ist ja immer noch unser Backup-Plan. So, schauen wir mal. Gucken, ob er das hinkriegt. Oder sind wir schon in seinem Zug? Ich habe irgendwie... Ja, wir sind schon in seinem Zug, ne? Ja, stimmt. Er hatte keinen Mana, um das noch zu aktivieren. Alles gut. So, draw a card, discard a card. Was wird abgeworfen? Land? Nenn dann Tuku-Hülle. Okay.
Ah, okay. Da kommt die zweite. Boah, ich hab so Schiss vor dem Ormendal gleich. Eieiei. Hier, Kreaturen kann er opfern, das ist nicht so schlimm. Wenn er jetzt angreift, gerne. Nein? Nein? Doch? Nein? Die Frage ist, was machen wir gegen Ormendal, wenn er die nächste Runde macht und alles opfert? Dann müssen wir uns auch einen machen, aber dann verlieren wir das Race. Wir können uns natürlich als erstes den Ormendal machen. Oh, wir können auch den Klon flickern und uns einen, quasi einen zweiten machen. Das Ding ist der, ne? Ja, okay, okay, okay. Ja, wir gehen einfach in unseren Zug. Das gefällt mir. Wir können nämlich unseren Klon flickern. Dann kommt er wieder als Klon ins Spiel. Und dann können wir seinen Ormendal damit kopieren. Das ist eigentlich ganz geschmeidig. Ich würde ihn gerne spielen. Naja, wir haben coole Instants. Wenn nichts kommt, können wir nochmal versuchen, uns den Token... ich verstehe das. Da ich das untere nicht aktivieren kann, haben sie hier netterweise den Pfeil weggelassen und haben mich stattdessen damit verwirrt, dass es hier einen Pfeil gibt, um das Ding für... Nein, da war Removal. Ich hatte doch den Count. Nein. Also jetzt wurde ich schon dreifach getrollt von dem Spiel. Im ersten Match. Mann, warum hält der denn nicht Priorität? Ich krieg die Krise. Das war der Spot. Richtig verkackt meinerseits. Entschuldigt, Leute. Aber das ist, wenn ich mich zu sehr über die anderen Karten aufrege, dann wird mein Play nicht besser. Also, fokussieren. Beruhigen. Einmal tief durchatmen. Okay. 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 Ich glaube, die Nissa ist tot. Einen Token würde ich mir allerdings gerne machen damit. Jetzt muss ich mal kurz überlegen, ob wir ihn reinflashen, um irgendwas tot zu blocken. Die Nantuke-Hülle ist blöd zu blocken. Die kann er stärker machen. Den Death Toucher wollen wir nicht blocken. Wir können den 3-3er blocken. Oh, hätten wir das doch nur mit dem Removal besser hingekriegt. Ich krieg die Krise. So, dann blocken wir. Wir können eh nichts tot blocken. Warum habe ich ihn jetzt gespielt? Ich bin völlig raus. Also er soll auf jeden Fall blocken. So. Er blockt ihn. Dann kann er die Nissa nämlich nicht töten. Es sei denn, er frisst so viele Kreaturen, dass das Ding stärker wird. Aber das gönne ich ihm dann. Das ist okay. Hier passiert einfach nichts. Und ich will unbedingt das zweite weiße Mana haben, offensichtlich. Deswegen mache ich hier den... Ah, nein! Nein, er ist ja nur 2-2. Was tue ich denn hier? Okay, ich muss echt fokussieren. Das ist ja peinlich. Tja. Machen uns auf jeden Fall einen Token. Bisschen Masse ins Spiel bringen. Dann können wir uns den Ormendal machen. Wenn er uns wieder angreifen sollte, können wir einfach alles opfern und den neuen 7er machen. Ja, wir geben den Zug einfach ab. Wir haben auch 3 Handkarten gegen seine 2. Ja, Westvale Abbey gegen Westvale Abbey. Das ist schon eine starke Karte. Hier können wir uns einen 3-3er Hexproof Elementarwesen draus machen. Ist auch nicht so schlecht. Mal gucken, ob er jetzt wieder Nissa angreift. Dann können wir uns das nämlich überlegen, wie wir das machen. Erstmal macht er Draw Discard, alles klar. Wirft ein Land ab. Oh, wie viele Energiemarken wir schon haben könnten. Jetzt bin ich auf den Angriff gespannt. Und wir müssen auf jeden Fall Priorität halten im Angriffssegment noch.
Damit wir den Ormendal flippen können, damit er noch blocken kann. Kriege ich eh nicht hin, ich sehe das jetzt schon. Na, was macht er? Ja, es ist ein schwerer Zug. Es ist ein kniffliges Spiel gerade, muss ich zugeben. Und ich entschuldige mich nochmal für die vermeintlichen Spielfehler, die eindeutig durch Softwareprobleme entstanden sind. Das nehme ich diesmal nicht auf meine Kappe. Aber ein bisschen mehr Fokus hätte sein können im letzten Zug. Das muss ich zugeben. Oh, er fängt jetzt schon an, was zu opfern. Main Phase? Ah. Ja. Die Ratten und die Nantukhöhle kommen wieder. Eine Karte muss er noch abwerfen. Wenn er jetzt was abwirft, was nicht Nantukhöhle oder die Ratten sind, dann wissen wir auf jeden Fall, was er... Na, okay. Okay, er hat eine unbekannte Handkarte. Wir können uns jetzt aber den Ormendal geben, bevor er den machen kann. Und so können wir das Race eventuell gewinnen. So, jetzt kommt nämlich der Angriff. Ja. 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 Nein. Ich drück schon mal Leertaste. Okay. Die drei greifen an. Wir haben jetzt folgendes Play. Wir können alle blocken und dann den Ormendal machen. Oder wir blocken was mit dem Ormendal kaputt. Ich mach's andersrum. Finde ich nämlich geiler. So können wir nämlich die Nissa behalten. Das ist der Unterschied an dem Zug. Also wir machen hier Block. 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 Block bestätigen. Anhalten. Jetzt zählen alle Kreaturen. Zählen jetzt als geblockt. Sie machen also keinen Schaden mehr. Es sei denn, er würde ihnen Trampelschaden geben. Jetzt opfern wir... Ja, Mana ist egal. 5 Kreaturen. Alle seine sind geblockt. Und wir haben unseren... Ormendal. Und wir haben unser zweites weißes Land. Ich glaube, das war besser. So können wir die Nissa behalten. Das ist eigentlich ganz geschmeidig. Und racen gleich für 9. Und demnach machen wir den ersten Schaden mit unserem... Dämon. Wenn da nicht zu viel Schaden zurückkommt, müssen wir mal schauen. Also, wir müssen das jetzt so machen, weil ansonsten werden wir irgendwann überrannt. Je länger wir jetzt warten, desto eher passiert einfach, dass wir das Spiel verlieren. Und ja, jetzt legen wir den Äthersturmrock. Ganz klare Sache. Dann machen wir uns ein... Ja, Energiemarke, alles klar. Dann machen wir uns den Pflanzentoken... Kriegen eine Energiemarke. Die Weise der Renaturierung bringt uns immer noch nicht. Wir müssen jetzt angreifen. Wir wollen Schaden machen. So, das ist gut. Und wir haben nächste Runde tödlichen Schaden. Aus dem Grund, wenn Paddy uns nicht tötet, ist sowieso alles gut, weil er keinen Lifelink hat. Wenn er sich den Ormendal macht, dann werden wir mit dem Rock blocken. Der trampelt doch nicht, ne? Ne. Werden wir mit dem Rock blocken und ihn dann aus dem Combat rausflickern. Dann kriegt er nämlich keine neuen Lebenspunkte dazu. Und wir können nächste Runde für 12 in der Luft angreifen und haben gewonnen. Das ist so die Idee dahinter. Dann können wir auch den selbstlosen Geist spielen gegen quasi Removal, wenn dann nächste Runde noch was kommen sollte. Also ich glaube, hätten wir 2 Runden jetzt noch gewartet, würden wir sterben. Jetzt haben wir tatsächlich gerade eine gute Chance zu gewinnen. Auch wenn wir auf dem Board ziemlich weit hinten sind. Meiner Meinung nach war es halt am wichtigsten... Ja. Oh nein, hat er es jetzt für Mana getappt? Nein, hat er nicht. Perfekt. Dann können wir das Play so machen, wie ich wollte. Er möchte jetzt nämlich immer Life Points traden und sich jetzt selber 9 Lebenspunkte wieder machen. Aber genau das werden wir jetzt durch unseren supergeilen Combat-Trick... verhindern. Warum greift er nicht an? Er... Ah, hat den Rock vergessen. Beste Fähigkeit auf dem Rock. Leute. Also egal, wie er das gespielt hat, ich denke, wir hätten das halt gewinnen können so. Oder wir hätten das gewonnen. Ich spiele den selbstlosen Geist, damit wirklich nichts mehr schief gehen kann. Dann greifen wir an. Lustig, wie dieses Deck jedes Mal was anderes macht, aber ich finde es saustark. So, die greifen an. Dann würden wir gerne die Kreatur tappen. 2 Energiemarken oder eine Energiemarke bezahlen. Ja, bitte. Er ist getappt. Boom. 13 in der Luft. Was sagst du, Paddy? Yes, 1-0 für uns. Sweet. Das war knapp. Das war knapp.
Das war verdammt knapp. Alles klar. Alle Spielfehler vergessen. Da wir gewonnen haben, war es egal. Puh. GG. Gutes erstes Spiel. Und ja, wir starten direkt in das zweite Spiel rein. Nehmen wir Zombies. Ja, Paddy sagt, falls ihr es nicht lesen könnt, er hat super viele Länder gezogen. Okay, wir haben auch echt viele und wir hatten kaum Weiß. Also, ich denke, das war fair. Vielleicht seht ihr ja den Chat. Kommt vor. Hatte quasi kein Weiß. So, schauen wir mal, ob es weitergeht. Nächstes Spiel. Wir spielen Zombies und dann Jeskai. Schauen wir mal, ob das Zombie-Deck da mithalten kann mit der nächsten Kreation, die Paddy hat. Er sagt, war lustig. Fand ich auch ein geiles Spiel. Bin mal gespannt, was er dann sagt, wenn er sich das im Nachhinein anguckt. Das ist ja dann bestimmt auch immer ganz lustig. Und ja, gegen was spielen wir? Ein grünes Deck? Ist das vielleicht das Elfendeck, was er uns... Er hat erst Elfen gesagt und hat dann was anderes gespielt. Hat er mich gekriegt. Aber umso besser. Schauen wir mal, was uns jetzt erwartet. Schluck trinken. Und dann... Jetzt schreibt er zwei Abteidämonen. Weiß ich gar nicht, was das ist. Oh, die Hand ist schlecht. Wir haben quasi nur zwei Karten, die wir spielen können. Also ziehen wir eine neue Hand. Ja, wir brauchen Länder. Oh nein! Okay, schon schlechtere Karten gesehen. Schlechtere Hände gesehen. Oh Gott, wir werden so überrannt, ich sehe das schon. Ja, Dornbogenschütze. Macht quasi zwei Schaden die Runde, solange er einfach angreifen kann. Na komm. Wir legen unsere Steinschmelzrüstung, die dann einem Zombie +1/+1 gibt für jeden anderen Zombie, den wir kontrollieren. Quasi in anderen Worten. Gute Karte. Aber je nachdem, wie schnell Paddy jetzt Druck aufbaut, könnte das stark nach hinten losgehen für uns. Sylvan Advocate, ist das ein Elf? Das ist ein Elf, das wusste ich gar nicht. Oh, stark. Stark. Wir können Turn 2 auch noch nichts machen. Okay, Maligen auf 5 waren wir, ne? Oder auf 6. Ne, auf 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ne, Maligen auf 5 war das dann, ne? Verdammt. Vielleicht Liliana, die kann uns ein bisschen Luft verschaffen. Makame und Walzer brauchen wir nicht spielen. Unser Deck besteht quasi nur aus Kreaturen. Erinnert ihr euch noch daran, als ich das gebaut habe? Wo sind diese Kreaturen jetzt? Wo sind sie? Ja, Angriff für 3 plus 1 vom Attack-Trigger. Gehen wir auf 13. Nee. 14. Der Schadenspunkt war schon abgerechnet. Und, oh, kein Play. Das ist gut. Das ist gut. Ich spiele auf jeden Fall die Liliana. Falls ihr die nämlich kaputt macht, können wir die mit dem Totengräber wiederholen. Ansonsten können wir uns damit Lebenspunkte machen mit Lifelink. Schauen wir mal. Das ist okay. Was ist sie? Mensch Kleriker. Okay, wir können sie also nicht ausrüsten. Ja, wenn sie die Runde überlebt, spielen wir Lilianas Elite. Wenn sie sie nicht überlebt, spielen wir Totengräber. Wir spielen den Totengräber. Vorausgesetzt, wir ziehen ein Land nächste Runde natürlich. Und wieder Angriff für 4. Gehen wir auf 10, dann auf 6, dann auf 4, dann auf 2, dann auf Tod. Oh oh. Oh oh. Ja, das Ding ist 2-2, wenn wir jetzt kein Land ziehen. Das ist jetzt nicht das Schlechteste. Boah, hart umgeagrot, wa? Schauen wir mal, ob wir das noch hinkriegen. Oh Gott, noch einer. Wenn da jetzt nächste Runde noch ein Land dazu kommt, dann sind wir sofort tot. Er hat auch Länder, Kreaturen da drinne. Boah, geiles Deck. Guter Draw, oder halbwegs guter Draw. So gut ist der gar nicht. Der Draw, das Deck ist einfach geil, so wie es aussieht. Geile Karten. Bin ich ein bisschen neidisch. So, jetzt greift der 2-3er alleine an. Den Schaden können wir nochmal nehmen. Block überspringen.
Nee, das können wir gar nicht mehr gewinnen. Das können wir gar nicht mehr gewinnen. Es sei denn, er zieht nie wieder ein Land, aber dann zieht er ja Business Spells, wenn er keine Länder zieht und sein Board wird auch besser. Ich glaube nicht, dass wir da nochmal rauskommen. Besonders nicht mit dieser Kartenkombination, was wir hier haben. Das ist ja grausamst. So, wir können ihn auf 3-3 hochmachen, aber wenn er ein Land legt, dann ist halt eh Ende. Dann sind die Dinger 4-5, Wachsamkeit. Da kommen wir nicht dran. Lisalana Handmaster. Immer wenn er jetzt ein Elf castet, kriegt er ein 1-1er Elfen. Er hat kein Land mehr. Haben wir noch einen Zug, den wir leben? Also ich sag, die Chance zu gewinnen bei uns liegt bei, okay, jetzt wo ich den Draw sehe, bei unter 5%. Wenn ich Liliana wiederhole, dann wird der wieder zu 2-2. Ich kann ihn gleich tappen für einen 2-2er Zombie, indem ich dann irgendeine Kreatur abwerfe. Und wenn er jetzt ein Land zieht, dann ist Ende. Er kann Land legen, ihn aktivieren, der ist dann 6-6. Und die sind jeweils 4-5 Wachsamkeit. Kein Land gezogen. Okay, wir leben noch eine Runde. Oh shit, ich muss es sagen. Richtig gut gespielt. Er musste noch. Sehr gut. Sehr, sehr, sehr gut. Sehr, sehr, sehr gut. Keine Chance. Oh Gott, ich hoffe, mit UWR Control kommen wir da weiter. Bitter kassiert. Er sagt, ich mag auch Elfen. Ja, ich auch. Nicht. GG. Hart überrannt. Gut, es steht 1-1. Gehen wir in unser letztes Spiel rein. Stark. Stark. Da komme ich gar nicht drauf klar. Das war zu heftig für mich. Ja, Elfen sind gut. Voll geil, dass Paddy die Decks spielt, die ihr quasi vorgeschlagen hat. Er hat bestimmt auch in den Kommentaren gelesen. Hat sich gedacht so, oh Mensch, wenn das den nicht bauen kann, dann baut er mal Elfen. Ja, er sagt auch gerade im Chat, ich habe gesagt, er soll gute Decks nehmen. Ja, wir wollen ja Powerhouse. Wir sind ja gerade in der Powerhouse Edition. Richtig gut. Sehr, sehr, sehr schön. Hammer. Genauso wollte ich das haben. So, wir spielen Vogel Control mal wieder. Und wir beginnen. Nice. So, wir haben geile Starthand. Sehr geile Starthand. Im Turn 1 Removal, Turn 2 können wir das Ding nicht ungetappt legen. Aber geile Hand. Wir können dann ausgenutzte Zeit spielen. Thing in the Ice. Würde mir jetzt natürlich gefallen, wenn wir... Wir fangen mit einem getappten Land tatsächlich an. Ich glaube nicht, dass wir Turn 1 den Fury Impulse benutzen müssen. Ich möchte lieber sicher Turn 2 das Thing in the Ice legen und dann alle Spells danach spielen. Yes! Ich tippe mal, anhand des Avatars spielen wir gegen Menschen oder Ritter. Das ist auch ein Deck, was ihr vorgeschlagen habt. Also, richtig, richtig gut. Sehen wir ja mal richtig was. So, Thing in the Ice, da ist es. Schauen wir mal, wie weit wir kommen. GW. Die Druiden, die kennen wir ja schon aus unserem Band Flicker Company Deck. Eldritch Evolution Flicker Combo. Ohne Combo. Und. Na, wir brauchen ein Land irgendwie. Naja, egal. Wir haben noch einen Landdrop. Jetzt spielen wir mal das Telling Time richtig. Geben den Zug ab. Wir können quasi Removal spielen auf irgendwas, was wir wahrscheinlich nicht machen werden, weil wir nicht angegriffen werden. Also kein Problem. Easy Game. Revolte für später. Nissa. Och, Mann. Warum nicht eine Kreatur? Warum Nissa? Die gute alte Nissa. Okay, Angriff kann er nicht. Dann kommt jetzt Endstep. Und wir wollen auf jeden Fall das Telling Time spielen, damit wir unser Mana auch ausnutzen können. Entfernen noch eine Marke vom
Finger in the Eyes und wir wollen natürlich ein Land haben. Oh, das sieht gut aus. Bestimme eine Karte, die wir auf die Hand nehmen. Wir nehmen Jace. Warte mal, wie sieht unser Mana-Base aus? Ja, wir brauchen weißes Mana. Kein rotes. Wir nehmen nicht die. Wir nehmen das auf die Hand. Bestätigen. Auf die Bibliothek legen wir die Ebene, die wir haben wollen. Damit geht die Fumarole unter das Deck. So, wir wollen auf jeden Fall, wie gesagt, unseren Landdrop machen. Ja, Jace's Eye spielen wir auch mal. Schauen wir mal, können wir 3 ziehen, 2 abwerfen. Damit sollten wir dann eigentlich ganz geschmeidig sein. Ein Thermo-Alchemist ist natürlich auch super gegen Planeswalker. Counterspell ist gut. Wir werfen auf jeden Fall ein so teures Removal ab. Und... Und Gideons Tadel, würde ich sagen. Und den Fury Impulse heben wir uns auf. Ja, wir haben unendlich viele Spells. Also können wir auf jeden Fall, wir haben genug Spells, um unser Thing in the Ice zu flippen. Da haben wir dann quasi unseren Finisher schon on board. Das gefällt mir natürlich sehr gut. Auch Tokens werden dadurch ja zerstört, wenn sie auf die Hand zurückgebracht werden. Also das auf jeden Fall ganz entspannt, würde ich sagen. Und ja, Angriff wird wohl nicht kommen. Jetzt die Frage, will ich den Fury Impulse spielen, um hier eine Marke zu entfernen? Ist, glaube ich, nicht nötig. Wir können das Ding gleich einmal eskalieren. Und... Ah, ne, ich will nicht unsere Handkarten abwerfen. Das ist blöd. Aber ich würde gerne 4 Schaden auf die Nissa dann umleiten. Ja, Land. Land. Danke. Wann macht sie was Gefährliches? -7. Okay. Dann können wir eigentlich den Thermo-Alchemisten legen. Auch wenn er... Auch wenn er dann wieder zurückgebounced wird. Ne, wir halten uns lieber den Counterspell auf. Ja, ja, wir halten uns hier den Counterspell auf. Unseren Zauberschwund. Solange er auch noch was countert, nämlich, denke ich, sollten wir ihn dann auch benutzen. Entfernen eine Marke und haben dann auch immer noch Mana für den feurigen Impuls. Deswegen, das ist ganz nett. Die Nissa wird uns jetzt auch nicht so gefährlich. Selbst wenn er auf jeden eine Marke drauflegt, das ist ja auch Wumpe. Wir sind auf 20 Lebenspunkte. Wir spielen auf Kartenvorteil, natürlich. Lebenspunkte sind nur eine Ressource bei Control. Oder allgemein bei Magic, wisst ihr ja. Deswegen, ich denke, Counterspell ist besser. So, er macht nochmal eine Pflanze. Voll in Ordnung. Kein Angriff. Kein Angriff. Und kein Zauberspruch. Ach, komm schon. Ich würde gerne was spielen. Hat er mich reingelegt? Was ist das denn? Oder kommt er jetzt noch was zweite Hauptphase? Nein. Wollen wir den feurigen Impuls spielen, um eine Marke runterzunehmen? Dann können wir nächste Runde ihn immer noch nicht flippen. Ach Mann. Ich würde so gerne Counterspell-Mana aufhalten. Aber er legt halt auch nichts mehr aufs Feld, weil er weiß, ich spiele Counterspells. Also es ist ja offensichtlich, dass ich ein Counterdeck bin. Und er verlässt sich jetzt auf die Nissa. Also es ist genau richtig gespielt vom Paddy. Weil er muss nichts legen, weil er hat ja den Planeswalker. Und dann kann er sich ja denken, so, ja, pff, das soll er halt mal machen, ne? Ja, wir können das Ding jetzt auch nicht eskalieren. Das ist ein bisschen blöd, wenn wir uns den Counter aufhalten wollen. Deswegen legen wir den Thermo-Alchemisten, weil er jede Runde einen Schaden auf die Nissa quasi schießen kann. Und so können wir ihn halt immer am Ulti abhalten. Er will natürlich die Karten ziehen. Das ist natürlich ganz, ganz, ganz stark gegen unser Deck, so viele Karten zu ziehen. Aber nein, nicht heute, not today. Schauen wir mal, was er jetzt macht. Okay, plus, ja, es wird ganz, ganz offensichtlich auf das Nissa Ultimate hingearbeitet. Mit so vielen Ländern im Play wäre das natürlich auch super Premium. Oder jetzt sowas wie ein Overrun-Effekt. Aber egal, wir haben ja noch unseren Counterspell, deswegen habe ich da jetzt nicht so die Angst. Hauptphase und Endstep. Er enttappt immer, wenn wir... ja, okay. Beenden. Ja, wir spielen auch nichts. Gucken mal, was wir ziehen. Nissa wäre... Chandra wäre gut, habe ich gehört. okay, wir brauchen 4 Mana für unser Counter-Removal. Dann können wir tatsächlich das hier für 3 spielen, aber... Ist jetzt nicht so wild. Wir aktivieren auf jeden Fall mal hier den Thermo-Alchemisten.
schießen jedem Gegner einen Schaden und dann würde ich gerne den Schaden auf Nissa umlenken. Dann haben wir das auch schon mal erledigt. Und wir können gleich alles countern, was 3 oder weniger Mana kostet. Spiele ich das? Nee, noch nicht. Noch nicht. Ziemlich spannendes Spiel, wie ich finde. Hier unsere letzte Runde. Weil es geht ganz klar darum, irgendwie wer als erstes zuckt, verliert, habe ich das Gefühl. Aber mal gucken. Nissa ist jetzt erstmal nicht mehr so die Gefahr. Durch den... Oh, nein! Es kann nicht neutralisiert werden. Das gibt's doch nicht. Aber wir können es revoltieren. Aber, ey. Ja, resolved. Ey, bitter. Bitter. Ah, kann doch nicht das Ziel von Nicht-Grün oder von Fähigkeiten aus... Ja, das ist natürlich jetzt doof, ne? Oh Gott. Warum auch diese Karte? Verdammt doch mal. Das gibt's doch nicht. Oh nein, wir sind schon im Blocksegment. Ich wollte doch noch was spielen. Ja. Ich wollte den Thermo-Alchemist noch vorher enttappen, damit ich mit ihm blocken kann. Wir haben virtuell einen Lebenspunkt mehr. Ich weiß nicht, ob das relevant wird. Und wir hätten das Land... Ach. Diese Priorität. Wir hätten auch mit dem Land blocken können. Das kommt auch noch dazu. Aber, naja. Geas Rache ist sehr, 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 sehr gut. Wir, das ist... echt eine Karte, wo wir jetzt nicht viel gegen machen können, irgendwie. Ich schieße mal weiter auf die Nissa. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht Mana. Wir brauchen noch zwei Karten, um zu flippen. Haben aber keine zwei Instants, die das machen können. Also werfen wir unsere Hand ab. Moment. Wir machen erstmal so. Wir wollen... Cat geht ja nicht. Wir wollen alle unsere Handkarten abwerfen. Und wir möchten einer Kreatur Schaden machen. Das reicht. Bestimmt ein Spieler, der alles abwerfen soll. Das bin ich. Oh, Moment. Was wir auch machen könnten. Leider haben wir keinen passenden Spell. Wir hätten halt auch das Ding in die Eis flippen lassen können und ihn dann, dem Paddy, alle Karten abwerfen lassen können. So könnten wir quasi Geas Rache aus dem Spiel nehmen. Aber, da wir das nicht hinkriegen mit unserer Hand und wir sonst nächste Runde irgendwann früher oder später sterben, machen wir das jetzt doch so. Wir werfen die Handkarten ab und wir zerstören seine Kreatur, auch wenn er sich dann das Land raussuchen kann. Wenn wir nämlich alles bouncen, möchte ich halt, dass er die nicht wiederkriegt. Weil jetzt ein Land ist, glaube ich, relativ Wumpe an der Stelle. Und die Tokens werden ja quasi kaputt gemacht dann. So, wir könnten jetzt flippen. Aber das ist nicht so gut, weil ich den Angriff damit verhindern möchte mit dem Flip. So können wir aber quasi die Nissa hätten wir dadurch so töten können. Weil jetzt kann er sie ja wieder aktivieren, eine Marke drauflegen, dann kriegen wir sie nur auf 1. Ne, auf 2. Ja, müssen wir mal gucken, wie wir das machen. Je nachdem, was jetzt Paddy macht. Also ich glaube, das Spiel werden wir auch verlieren, aber es ist recht knapp. Geas Rache, gute Karte, also stark. So, was kommt, was? Okay. Er möchte ihn fesseln. Und er hat nicht mehr genug Mana, um Geas Rache wieder auszuspielen. Also machen wir Folgendes. Wir machen einen Schaden auf die Nissa. Dann spielen wir den gebändigen Blitz auf diese Kreatur. Machen uns auch das Mana. Aber wir bezahlen keine Energy. Wir wollen halt nur flippen.
und haben dadurch quasi erstmal ein bisschen Ruhe. Enchantments gehen also an Flipkarten dran. Ich dachte, die fizzelt. Ganz ehrlich, ich dachte, die fizzelt. Also. Aber Spells fizzeln doch, wenn man Karten umdreht. Enchantments nicht. Die gehen nicht aus dem Spiel und wieder ins Spiel rein. Entferne eine Eismarke. Transformiere es. Ja, das ist eine Spielmechanik, die ich nicht kenne. Also, egal. Spielen wir Doppel-Thermo-Alchemist. Wobei. Nee, wir greifen lieber die Nissa an. Noch. Echt? Jetzt muss ich parallel Regeln nachschlagen. Jetzt bin ich verwirrt. Transform. Ihn aber totblocken können, ne? So, ich muss mal parallel lesen. Ah, tatsächlich. Ne, das Spiel macht's richtig. In manchen Spielsituationen funktioniert sowas nämlich bei Magic, aber in diesem Fall nicht. Ha, interessant. Continuous Effects. Auras, Equipments sind nicht beeinflusst von der Transformation. Sehr interessant. Naja, jetzt haben wir aber einen starken Blocker, oder? Deswegen kann ich noch blocken, oder? Ah, nee. Das ist ja verzaubert und kann nicht blocken. Ja, schade. Gias Rache können wir echt nichts machen gegen. Die trampelt nicht, ne? Nee, alles gut. Geile Karte. Ich spiele die auch super gerne in blauen Decks. Jetzt seht ihr nochmal warum. Also, es ist Killer, das Teil. Können wir uns da noch irgendwie rauswinden? Nicht mit dem Land. Aber ich concede nicht. Ist ja unsere letzte Runde in diesem Spiel. Also, wie es aussieht, geht der Paddy aus dem Duell mit 2-1. Nicht schlecht. Ja, freue ich mich aber. Ist doch geil. Oh. Ja, hallo. Ich würde gerne den Effekt noch benutzen. Ey, dieses Spiel, Mann! Entschuldigung. Das hätte jetzt eh nichts mehr geändert. Ja, wir können jetzt im Declare Attacks noch das Ding hier aktivieren. Oder auch nicht. Je nachdem, wie das Spiel mich hier so... Wir sind genau tot. Block. GG, Digga. Gute Runde. Hat Bock gebracht. Selten so viel gelacht. Bisschen geflucht, muss ich ja zugeben. Aber geflucht natürlich wie immer nur wegen dem Spiel und wie es Priorität macht und alles. Das ist halt super Katastrophe meiner Meinung nach. Aber geht ja um den Spaß. Selten so viel Spaß gehabt in diesem Spiel. Geil. Danke dafür an den Paddy. Geil. Ja, GG. Richtig gut gespielt. Hoffe, das Video gefällt dir auch im Nachhinein. Und ja, an alle anderen Zuschauer, ich hoffe, das Video hat euch auch gefallen. Bisschen bitter kassiert dieses Mal. Ja, Gias Rache war gut, würde ich sagen, ne? Geile Karte. Ja, lasst auf jeden Fall mal Kommentare da. Ich hoffe, dass ich in Zukunft natürlich öfters mit Abonnenten spielen kann. Hätte ich auf jeden Fall Lust drauf. Schaue ich mal, was ich da machen kann. Und ja, kommen ja noch ein paar Videos im Adventskalender. Könnt ihr euch drauf freuen. Also, lasst Kommentare da. Und ich wünsche euch erstmal noch einen schönen Tag. Bis morgen. Ciao. Solide, dass du das Video bis zum Ende gesehen hast. Vielen Dank dafür. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Lass ruhig einen Kommentar da, wenn dir irgendwas aufgefallen ist oder irgendwie Vorschläge einfach da sind. Ich freue mich immer über die ganzen Kommentare der Zuschauer. Einen Daumen hoch. Zeigt mir auch, welches Video euch am besten gefallen hat, damit ich eventuell weiß, wovon ich mehr produzieren soll. Ihr findet mich zusätzlich natürlich noch auf Facebook und Twitter.
Twitter, falls ihr noch mehr Infos rund um Magic haben wollt. Und wenn ihr den Kanal weiter unterstützen möchtet, könnt ihr auch einfach mal unten auf meiner Patreon-Seite vorbeischauen. Auf jeden Fall vielen Dank für den ganzen Support und wir sehen uns dann im nächsten Video. Ciao!